Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Oh, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen mit einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Und wir fangen mit einer freien Themennacht an. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Erster Anruf heute Nacht, da ist der Fabian und der ist 21. Guten Morgen, Fabian. Guten Morgen, Domian. Hallo, Fabian. Erstmal coole Warteschleifenmusik. Ach, die kenne ich gar nicht, was da für eine Musik läuft. Also, du meinst, ja, wenn war du sehr beruhigend. Naja, okay. So. Thema. Also, es geht um die aktuelle Sterbehilfe bei Kindern in Belgien. Ah ja, hatten wir vorige Woche auch schon. Ja, ganz genau. Thematisiert hier bei uns, ja. Ja, und da habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ein bisschen sehr. Also über die Anrufer. Also wir können nochmal sagen, dass das belgische Parlament als erstes Parlament in der Welt, auf der ganzen Welt, die aktive Sterbehilfe ohne Altersbegrenzung legalisiert hat für Kinder. Unter natürlich sehr strengen gesetzlichen Regeln. Ja, ganz genau. Ja. Was ist deine Meinung? Also ich bin strikt dafür, weil ich finde, dass sich Menschen, egal welchen Alters, egal welchen ethnischen Hintergrund oder sonst irgendwelchen Gründen, warum die sich überhaupt irgendwie quälen sollten, wenn da wirklich absolut keine Heilung oder Aussicht mehr auf Besserung ist. Ja, es bezieht sich ja, die Voraussetzung ist auch, dass ein Mensch, ein Kind in einer finalen Phase einer Schwersterkrankung sein muss. Also er muss komplett austherapiert sein. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ja. Es müssen zwei Ärzte zustimmen und ein Psychiater oder Psychologe und die Eltern. Mhm. Und das Kind, wenn es alt genug ist. Und das Kind, ja, das ist eben das finde ich, ich bin eben auch ein Befürworter dafür. Allerdings, da sehe ich nach wie vor eine Schwierigkeit. Wie kann ein 7-jähriges Kind, 8-jähriges Kind, 6-jähriges Kind glaubhaft den Wunsch äußern, ich will sterben? Ja, das ist eben die schwere Sache. Also da würde ich auch sagen, dass Kinder in diesem Alter das noch nicht ganz so einschätzen können. Aber ich würde sagen, so ab 11, 12 Jahren fängt es dann doch an, dass die das gut reflektieren können. Aber was macht man mit den, wie verhält man sich den Kindern gegenüber, die jünger sind? Ja, ich finde, da sollten dann die Eltern mehr mit einbezogen werden und nahe Angehörige. Also du meinst, dass die Eltern das dann alleine mit den Ärzten entscheiden sollten? Ja, ja. Und vielleicht auch noch irgendwie, wenn ältere Geschwister da sind oder Tante, Onkel, Großeltern so. Hast du einen persönlichen Bezug zu diesem Thema? Ja, mehrere. Mehrere? Ja, also mein Patenkind wurde mit einem schweren Herzfehler geboren. Mhm. Und ist dann mit 3 Jahren letztendlich auch gestorben. Mhm. Und ja, es war dann wirklich das letzte Jahr, dass das nur noch an Maschinen hing und mit irgendwelchen Schmerzmitteln zugepumpt wurde. Das heißt, in dieser Phase, wenn du dich zurückerinnerst, hättest du gesagt, ja, das sollte man jetzt machen. Ja, definitiv. Haben die Eltern das auch so gesehen von dem Kind? Ja. Ah, ja. Ja. Mhm. Auch meine Mutter, die gleichzeitig auch noch Patentante war, die hat das auch noch so gesehen. Mhm. Und dasselbe war auch noch mit was Ähnliches war mit meiner Großmutter. Die ist auch mit 63 verstorben, was eigentlich auch noch kein Alter ist. Die hatte Blasenkrebs und eine Nierenschwäche und lag, ich glaube, ja, gutes halbes Jahr im Krankenhaus, um danach eigentlich nur noch umzusterben, quasi in so ein Alten- und Krankenpflegeheim zu kommen. Mhm. Und der damalige Lebensgefährte meiner Mutter ist gelernter Alten- und Krankenpfleger und der hatte sich dann eben dieses Krankenblatt durchgelesen
gesagt, ja, die Gute wird den ganzen Tag mit Morphium vollgepumpt. Mhm. Und da hatte meine Mutter auch gesagt, was das denn soll, dass sie sich da den ganzen Tag unnötig quält. Ja, hat sie sich denn zu diesem Thema auch persönlich geäußert? Jetzt zu der aktiven Sterbehilfe. Ja, bei, genau. Ja. Sie sieht das genauso wie ich. Also die Oma hat gesagt, wenn es möglich gewesen wäre, hätte sie das in Anspruch genommen. Meine Großmutter, ja. Hm. Die hatte das auch gesagt. Hm. Also so, wie sie es damals noch konnte. Also die war wirklich die war komplett daneben und die hatte weder meine Mutter noch mich erstmal erkannt. Nun gibt es ja viele Gegner, gerade in Deutschland auch. Mhm. Und die sagen, dass das nicht nötig ist. Wir haben eine gute Hospizbetreuung und wir haben eine gute Palliativmedizin, die sich um schwerst- und todkranke Menschen kümmert. Was sagst du denen auch mit dem Hintergrund deiner Erfahrungen? Ja, dass es einerseits schon richtig ist, dass wir eben so eine gute Betreuung haben. Aber andererseits ist es auch falsch, wirklich Menschen quasi so künstlich am Leben zu erhalten und damit alles nur noch zu verlängern, weil das ist einfach komplett ohne Sinn eigentlich. Ich halte jetzt mal ein bisschen dagegen, was deine Meinung anbelangt. Dann wiederum gibt es die Argumentation, dass man sagt, dass es gibt einen Dammbruch. Wir leben in einer überalterten Gesellschaft und irgendwann werden die, ich vereinfache jetzt mal die Argumentation der Gegner, irgendwann wird dem Tor und Tür geöffnet, dass die alten Menschen einfach totgespritzt werden. Ja, ja. Ja, gut. Was ich dazu nur sagen kann, ist, dass die, das ändert ja nichts daran. Es ändert prinzipiell ja nichts daran. Und dafür haben wir Gesetze, dass man dieses genau verhindern kann. Und diese Gesetze müssen so streng formuliert sein, dass so etwas natürlich nie passieren darf. Ja. Und dann kann man, finde ich, diesen Weg auch absolut rein gewissens, auch mit ethischer Überzeugung gehen. Ja. Fabian, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Auch mit deinem persönlichen Hintergrund hat das natürlich noch ein ganz anderes Gewicht, als wenn du es nur in Anführungszeichen so gesagt hättest. Ich danke dir vielmals. Ja, ich würde gerne noch ein paar Leute grüßen. Nee, ungern, Fabian. Ist keine Grußsendung. Ja, okay. Ja? Nett, dass du es akzeptierst. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Ciao. Das war jetzt mal sehr nett. Ne? Wir haben ja schon oft den Fall erlebt, dass ich dann sage Nein und dann hauen die Leute doch noch die Grußnamen raus. Und dann bin ich immer sehr sickig. Das fand ich jetzt sehr nett von Fabian, dass er gesagt hat, okay, es hat ihm auch nicht so gefallen, aber er hat es akzeptiert. So, liebe Regie, mit wem geht's weiter? Mit Axel. Axel ist 48. Guten Morgen, Axel. Hallo, Axel. Für die Erzieher in Belgien. Axel, hallo. Ja, wir haben den Anfang nicht gehört. Entschuldige, du warst nicht auf dem Sender. Ich grüße dich erstmal herzlich, Axel. Ja, hallo, Domian. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht es auch um die Sterbehilfe hier in Belgien. Ach, du rufst und aus Belgien an. Ich bin betroffen insoweit, dass mein Sohn mit 15 an Hirntumor gestorben ist. Ja. Und ich würde das Sterbehilfegesetz auch begrüßen, weil es waren so gesehen qualvolle Minuten, ist ein Herz, den man aufhörte zu schlagen. Mhm. Wann ist dein Sohn verstorben, Axel? 2007. Ja. Genau auf seinem 15-jährigen Geburtstag. Was könntest, eine Problematik mehr dabei ist. Das glaube ich ja. Könntest du so im Nachhinein sagen, wie viele Tage oder Wochen, wenn es denn möglich gewesen wäre, vor seinem natürlichen Tod ihr die Sterbehilfe in Anspruch genommen hättet? Also bei mir war es so gewesen, dass er zum Schluss sediert worden ist und es noch eine sehr lange Zeit war, ehe es denn aufhörte. Wie lang war die Zeit? Wo das Herz nicht stillstehen bleiben wollte, waren 3 Tage. Und da würdest du heute sagen... Da hätte ich es gern in Anspruch genommen. Das kann ich gut verstehen. Also sediert heißt, er war gar nicht mehr bei Bewusstsein. Nein, bei Bewusstsein nicht.
Wie lang war die Leidenszeit insgesamt von deinem Sohn, Axel? Also vom Entdecken, also vom Entdecken bis zum Sterben war es 1,5 Jahre. Mhm. Dann hat man noch Bestrahlungen gemacht und dann hat man noch Chemotherapie und Bestrahlung und dann kam so 2-3 Monate davor, dass es qualvoll wäre, die Behandlung weiterzuführen, weil es sinnlos wäre, weil der Tumor weitergewachsen war. Ja. Gab es damals in Belgien auch so eine Einrichtung wie Kinderhospize? Also für Kinder an sich nicht. Hier gab es so ein Hospiz für ältere Leute. Ja. Und ihn dahin zu tun, wollten wir nicht. Mhm. Deswegen hatten wir hier auch ihn nach Hause geholt mit Palliativpflege. Verstehe. So im Haus mit, mit Palliativpflege. Mhm. Also ich verstehe das so, wie du dich äußerst, dass ihr das in Anspruch genommen hättet, diese aktive Sterbehilfe, um dem Jungen leidvolle Tage zu ersparen. Ja, genau. Um das zu verkürzen, um das Leid zu verkürzen. Ja, weil die letzten 4-5 Monate war es ja sowieso keine Hoffnung mehr auf Genesung. Mhm. Und dadurch hat das sich ja dennoch ein bisschen in die Länge gezogen. Mhm. Wo wir gerade einen Gast hier aus Belgien haben, worüber ich mich sehr freue. Axel, wie ist denn die Stimmung in Belgien zu diesem neuen Gesetz bei euch? Ja, bei uns ist die so gesehen zweigeteilt, weil die wir haben ja auch Kinderärzte, die dagegen sind. Mhm. Und wie schon erwähnt, dass Kinder das ja nicht äußern können. Mhm. Dass sie selber entscheiden können. Es gibt auch eine Seite, die das skeptisch wegen den Krankenhauskosten sieht. Also wenn dann die aktive Sterbehilfe in Anspruch genommen würde, wären das ja auch Einsparmaßnahmen von Medikamenten. Und verstehe. Das kann man auch, als Gegenargument kann man das auch bringen, dass man Sorge hat, aus Kostengründen jemanden dann zu töten. Dass eher entschieden wird aus Kostengründen, weil ja die Krankenhäuser auch hier auf Probleme denn haben, dass es damit zu tun hat. Allerdings müssen ja die Eltern dem auch zustimmen und auch noch... Also bei uns, er ist ja in Deutschland behandelt worden, in Aachen. In Deutschland war es ja auch so, wir hatten den Oberarzt, wir hatten das ganze Klinikteam und die Eltern, die entschieden denn, was denn der beste Weg wäre und was besser gemacht wäre würde. Aber die Entscheidung letztendlich wurde im Globalen immer mit Sitzungen getroffen. Genau. Axel, wie war es denn bei euch? Dein Sohn war 15 Jahre alt, da ist man ja schon sehr weit entwickelt. Hat er in der schlimmen Endphase seiner Erkrankung den Wunsch mal geäußert, sterben zu wollen? Nein, nie. Weil er hat immer die Hoffnung gehabt, dass es nur irgendwie weiterging. Mhm. Noch bis dann im Juni 2006 rauskam, dass keine Hilfe mehr, das nicht mehr ging, hat man ihm auch aufgeklärt, dass er sterben würde. Wie hat der Junge darauf reagiert? Total am Boden zerstört. Und dann danach, weil wir waren auch mit der Familie sehr gut psychologisch betreut, von der Klinik aus, vom Klinikum aus. Dass man das denn, hat er es eigentlich erleichtert gesehen und sich damit abgefunden. Hat er Angst gehabt vor dem Tod und Sterben? Eigentlich nicht. Er hat sich damit abgefunden und durch die Betreuung, durch die Palliative, die Sprache, die wir mit ihm, die psychologische Betreuung, eigentlich nicht. Wie hast du oder wie habt ihr ihm den Tod erklärt? Wir haben ihm, wir hatten dann von der Klinik gesagt bekommen, dass wir noch so viel wie möglich Gutes mit ihm machen sollen und erleben sollen. Mhm. Und das war dann so, so wie die Besuche hier im Zoo oder so, dass ich mich auf der Firma freiholte, um für ihn das zu ermöglichen. Und dadurch war es dann einfacher gewesen,
ihn darauf vorzubereiten. Ich verstehe, aber meine Frage zielte noch in eine andere Richtung. Wurde darüber gesprochen, was nach dem Tod ist? Also von Elternseite jetzt nicht, vielleicht mit der Palliativpflegerin. Weil unsere Familie ist eigentlich nicht so, was danach kommt. Mhm. Glaubst du denn, dass er etwas geglaubt hat, dass er in einer Form weiterleben wird? Ja, wo er stark dran geglaubt hat, war in Gebeten und in christlichem Glauben. Mhm. Hat er stark dran geglaubt. Ah ja, gut, dann war das natürlich ein großer und wahrscheinlich hilfreicher Trost für ihn. Ja. Jetzt ist dein Sohn schon einige Jahre krank, verstorben. Ja. Er war so schwer krank, wollte ich sagen. Ja. Das ist ja nur ein schweres Schicksal, ein 15-jähriges Kind zu verlieren. Wie hast du und deine Frau, wie habt ihr das verkraftet? Ja, wir sind danach also auch hier beim Sozialdienst psychologisch betreut worden. Aber das sind Gespräche, ja. Aber ich kann zum Beispiel nicht bei ihm am Friedhof gehen, weil für mich ist das nicht real. Immer noch nicht, heute auch nicht. Nein, weil ich fühle dazu, als ob er irgendwo in Urlaub wäre oder im Ausland wäre oder nicht hier ist, aber dass er tot ist. Weil wenn ich auch am Friedhof vorbeifahre, das ist irgendwie so, dann kommt so, ich weiß nicht, so eine Hitze von unten rauf. So ein Sträuben dagegen. Verstehe. Und er ist im Jahre 2007 verstorben. Ja. Da sieht man mal, wie groß Trauer sein kann. Ja. Und wie ist das bei deiner Frau? Ja, sie ist dann auch in psychologischer Betreuung. Und sie hat so eine Antipathie entwickelt hier in das Krankenhaus in Aachen. Also die haben ja noch immer so ökumenische Gottesdienste. Ja. Und Treffen mit Eltern und im McDonald's-Haus. Also sie sträubt sich da dagegen, dahin zu gehen. Aber sie glaubt nicht, dass das Krankenhaus den Tod verschuldet hat? Nein, das nicht. Das nicht. Nur das sind die Erinnerungen. Die Erinnerungen, da blockt sie den ab. Ich verstehe. Lieber Axel, ich danke dir sehr für deinen Anruf und auch für das, was du uns von dir erzählt hast. Ja, danke. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. 0800 220 50 50. Hier ist Guido. Guido ist 45. Guten Morgen, Guido. Ja, guten Morgen, Domion. Guten Morgen, Guido. Es geht um die Sendung Restrisiko letzte Woche im WDR. Nochmal, das Restrisiko im? Im WDR. Im WDR. Das war letzte Woche, glaube ich, Montag oder Dienstag. Jetzt musst du mich aufklären, ich habe sie nicht gesehen. Und zwar, da ging es um Straftäter, die schlimme Straftaten vollbracht haben, beispielsweise Kinderschänder, die also in abgeschirmten Gefängnissen sitzen. Und auch darum, dass der Europäische Gerichtshof dieses butterweiche Idiotenurteil gefällt hat, dass Leute, die in Sicherheitsverwahrung sind, und wo auch Gutachter gesagt haben, er ist gefährlich, dass die aufgrund, weil Brüssel da mal wieder rumträumt, dass die freigelassen werden müssen. Ich finde das auch skandalös, muss ich hier sagen. Obwohl mehrere Gutachter sagen, er ist gefährlich. Ja, das ist skandalös und ich hatte neulich zufälligerweise mit einigen Kriminalpolizisten ein Gespräch, die das auch katastrophal finden und die teilweise gar nicht Herr werden darüber, denn diese Leute werden ja weiter beobachtet und das Personal ist nicht da und eigentlich gehören die hinter Schloss und Riegel und dem ist aber nicht so. Was wäre denn deine Alternative gewesen? So wie es früher war? Ja, wie es früher war. Entweder an Galgen. Nee, so weit früher wollte ich jetzt gar nicht sagen. Also wie es vor ein paar Jahren noch in Deutschland war. Ja, wegschließen, Sicherungsverwahrung, wenn es gar nicht anders geht, bis zum Tod. Denn man muss ja auch mal sagen, der Schutz der Allgemeinheit geht vor. Gut, aber das wäre gegeben in besonders gravierenden Fällen durch eine lebenslange Sicherheitsverwahrung. Ja. Bei Kinderschändern beispielsweise. Ja, wobei es da sicherlich auch noch Fälle gibt, wo man differenzieren muss. Es gibt besonders brutale. Solche,
solche Leute kann man nicht therapieren. Da waren ja auch mehrere Leute vorgestellt. Und da hat einer sogar gesagt, man kann so einen Zwang mit Medikamenten vielleicht runterfahren, aber ganz ausschließen kann man das nicht. Mhm. Ja, natürlich, in den sehr ausgeprägten Fällen gebe ich da völlig recht. Aber ich zucke sehr zurück vor der Todesstrafe. So sehr man es emotional auch verstehen kann. Ich möchte in Deutschland keine Todesstrafe haben und ich bin stolz darauf, in einem Land zu leben, wo wir keine Todesstrafe haben. Wir wollen uns nicht auf diese Ebene wieder zurückbegeben. Ich finde, das ist eine hohe zivilisatorische Entwicklung, dass wir keine Todesstrafe mehr haben. Ja, oder eine Extrawurst, die als Abschreckung nicht mehr da ist. Bitte? Denn wenn man 20 Jahre im Knast sitzt, ist eine lange Zeit, aber die geht irgendwann vorbei. Aber vom Gallen gibt es kein Rückfahrticket. Ja, aber es gab die Möglichkeit einer lebenslangen Sicherheitsverwahrung. Bei besonders gefährlichen und nachhaltigen Straftätern. Na gut. Da muss man auch dann wirklich sicher sein, dass die Leute dann auch nicht mehr rauskommen. Natürlich. Also ich meine, die Diskussion über die Todesstrafe ist ja eine uralte Diskussion. Und wir sind ja auch froh darüber, dass auch in den USA zunehmend die Bundesstaaten sich dazu entscheiden, das nicht mehr durchzuführen. Allein wenn schon ein einziger Mensch aufgrund eines Fehlurteils zu Tode kommt, ist es schon zu viel. Würdest du eine Todesstrafe vollziehen? Ja. Das sagst du jetzt? Ja, ich hab Kinder. Wenn es deine eigenen Kinder wären, ja. Ja. Okay, aber von dem Maßstab darf man auch nie ausgehen. Also, wir sind uns, glaube ich, völlig einig, Guido, abgesehen von der Todesstrafendiskussion, dass solche Gewalttäter wirklich für immer dann auch unter Umständen für immer weggesperrt werden müssen. Ja, und dass es eine Zumutung ist, diese Menschen dann freizulassen, wenn es nachweislich ist, dass sie besonders gefährlich sind. Und da gibt es schon eine ganze Menge in Deutschland von. Ja, denn es ist ja dutzendfach geschehen, dass Leute rausgelassen worden sind und denselben Mist wieder gemacht haben. Ja, genau, das gab es ja immer wieder, genau. Ich weiß auch gar nicht, ich bin gar nicht jetzt so juristisch versiert, ob dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofes irgendwann nochmal von irgendwem angefochten werden kann. Ich glaube nicht. Durch eine neue Gesetzgebung. Durch eine neue Gesetzgebung erst wieder, ja. Obwohl Deutschland hätte blockieren können mit seinem Einspruch. Unsere Regierung war sich wohl, ja, vielleicht zu feige. Ja, ich stehe da auch nur fassungslos vor und es ist das alte Lied. Es muss immer wieder etwas Schlimmes passieren, bis man reagiert und wach wird. Guido, vielen Dank für deinen Anruf und für die Meinungsäußerung. Alles Gute wünsche ich. Danke, tschüss. Tschüss, ciao. Hier ist Astrid. Astrid ist 55. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Astrid, um was geht's bei dir? Ja, ich war im Alter von 15 Jahren in einem Internat in der Düsseldorf-Kaiserswerther Diakonie als Mädchen dort untergebracht und hatte dort eine Beziehung zu einem Sozialpädagogen, die zu nah wurde, weil er sich nicht richtig abgrenzen konnte, aber ich mochte ihn auch irgendwo so. Und das wurde jedenfalls zu nah. Wie alt war denn der? Du warst 15 und er war? 28. Mhm. Dieter war sein Name, das wollte ich ihn doch nochmal erwähnen. Mhm. Ja. Und ich wurde dann schwanger und man hat mich zu einer illegalen Abtreibung gezwungen. Mhm. In diesem Internat. Damit es nicht rauskommt. Zu einer illegalen Abtreibung. Ja. Das heißt, was genau passierte und wo? Ja, also wie gesagt, ich hatte dann die Beziehung mit ihm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so gemein gewesen. Ich habe ihm das Kind angedreht. Aber wie gesagt, wir waren beide daran beteiligt, hatten beide was getrunken gehabt. Und und dann war er total erschrocken, aber hat dann hinterher doch noch zu mir gestanden. Moment, was heißt, ich habe ihm das Kind angedreht? Ja. Damals gab es auch schon Kondome zum Beispiel. Ja, das mag sein, aber da haben wir nicht Rücksicht drauf genommen. Ja gut, aber er hätte das ja... Ja. Wieso sagst du, ich habe ihm das angedreht? Ja, er sagte immer, Astrid ist ein großes, kräftiges Mädchen, Astrids Bauch können gut Kinder heranwachsen. So. Und hatte mir das irgendwie so schmackhaft gemacht. Ja, ich war auch verliebt in ihn. Er hat viel mit den anderen Mädchen geflirtet und mit mir auch. Und dann. Wie, der hat das sogar darauf angelegt, dass du schwanger wirst? Nee, ich habe das angelegt. Ja gut, er hat mir das, der war ein bisschen bescheuert. Ja, allerdings, du bist 15 Jahre, du warst noch, du hattest noch Quark hinter den Ohren sozusagen. Ja. Aber er war 28 und wusste schon ein bisschen was von der Welt. Und, normal, ja, aber er war ein bisschen naiv, finde ich. Er war noch ein bisschen naiv. Jetzt warst du schwanger, dann gab es eine illegale Abtreibung. Wo und was ist da genau passiert?
Das war auf der Gruppe in diesem Internat. Da kam ein Arzt, soviel ich weiß. So, das war alles so, musste unter Teppich gekehrt werden, kam heimlich ein Arzt. Und er hat dann diese illegale Abtreibung vorgenommen. Ich wurde dann in ein Zimmer gebracht, musste mich da auf den Tisch legen. Mhm. Ja, das wurde beim vollen Bewusstsein, wurde dann der Eingriff vorgenommen. Da hieß es dann noch, wir müssen den Muttermund öffnen. Wie? Und dann habe ich wohl geschrien und da hieß es wohl, haltet der Astrid den Mund zu, sonst kriegt die Heimleitung was davon mit. Ach, die Heimleitung wusste das gar nicht? Von der Abtreibung wussten die nicht. Wer hat die denn dann arrangiert, diese Abtreibung? Das war die Frau von dem Mitarbeiter. Sie war auch auf der Gruppe tätig. Also von deinem Geliebten? Genau. Ach, der hatte auch eine Frau auch noch? Ja, der hat sie da geheiratet. Mhm. Er wollte, glaube ich, auch ein bisschen ärgern und deswegen hat er sich mit mir eingelassen. War alles dann so ein bisschen, die wollten sich da alle nur austoben, sozusagen. Aber wie kurios, die Heimleitung wusste nicht Bescheid. Dann kommt ein Arzt in dieses Heim rein. Ja. Und dort wird einfach so auf einem Tisch oder irgendwo ja, wird das ja. Mädchen wird das gemacht. Das war da auch unter hygienischen Gesichtspunkten heikel. Ja. Vielleicht war es sogar lebensgefährlich, was die mit dir gemacht haben. Ja, ja. Aber ich schätze, der Arzt wurde noch gute Erfahrungen gemacht hat. Ne? Guter Fachmann war diesbezüglich. Da kann man sehen, wie man will. Wie hast du denn diesen Vorgang in Erinnerung? Ja, ich weiß noch, dass ich dann da reinkam und dann standen alle Mitarbeiter drumherum, hat mich auf den Tisch gelegt, Beine breit und so weiter. Und dann meinte irgendwer, wir müssen den Muttermund öffnen. Und dann habe ich Angst bekommen. Und ich muss ja wohl geschrien haben, weil ich erinnere mich nicht mehr an die Schmerzen. Ja, und dann war es aber noch nicht erledigt. Ne? Und dann haben sie alle gewartet, wann kommt das Kind? Und die wollten ja wissen, dass das denn... Und das habe ich dann irgendwann mal, habe ich eine starke Blutung bekommen, hatte ich... Das ist auf Toilette verloren, beziehungsweise ich habe gemerkt, dass es kommt und habe ich mich dahin gehockt. In der wievielten Woche warst du da? Ja, so ich habe schon ein bisschen Bauch gehabt, so laut Zeitrechnung, bestimmt so vierter, fünfter Monat schon? Ja, man wollte mir das Kind dann immer wegnehmen, es war ja tot. Ich habe das ja auch alles gar nicht so richtig verstanden, was da so abgelaufen ist. Hast du den kleinen Embryo gesehen? Ja, ich habe ihn mal auf meiner Hand gesehen. Und da habe ich dann noch den angeschaut und denke, mein Gott, so armes Kind, was hat man mit dir gemacht? Mhm. Und ich wollte noch bei mir behalten, es war ja tot gewesen. Mhm. Aber es war mir egal, ich wollte es nicht hergeben. Da hieß es dann immer, Astrid, du musst das Kind hergeben, es ist tot, das ist nur eine Frucht. Hat mir mehr eine... Was ist denn da mit dem Embryo passiert? Ja, und dann haben sie das, also ich kann mich, soweit ich mich erinnere, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, da war noch so ein Hund gewesen und den, ich weiß nicht, ob es der Hund war, ob es mein Kind war, die haben da irgendwas, da waren Lagerfeuer, da haben die irgendwas abgeschlachtet. Aber ich meine... Du glaubst, hältst es für möglich, dass der Hund das aufgefressen hat? Nein, in Gottes Namen. Die haben den Hund dort abgeschlachtet. Die haben den Hund abgeschlachtet? Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nicht vielleicht sogar mein Kind war. Ich weiß es nicht. In dem Raum oder wie? Nein, am Lagerfeuer. Wie Lagerfeuer? Du warst ja, wir sind jetzt gerade noch im Raum und da hat die Abtreibung stattgefunden. Ja. So, und dann ist das Kind irgendwann rausgekommen und du hast es gesehen. Ja. Wir sind immer noch in dem Raum. Ja, was ist denn dann mit dem Embryo da, direkt danach geschehen? Wer hat es denn an sich genommen? Ja, man hat mir das versucht, dann wegzunehmen. Ja, und man hat es ja auch weggenommen. Ja. Das ist alles auch ein bisschen verworren, aber ich erzähle jetzt nichts, kein Mist, das ist so. Ja, es ist ja auch schon lange her, außerdem war es eine traumatische Erinnerung für dich. Ja, genau. Das ist ja eine schlimme Geschichte. Ich verstehe auch nicht, warum man diesen Arzt da hingeholt hat. Warum hat man dich nicht zu einem Arzt in seine Praxis gebracht, wo er zumindest seine Instrumente hat und alles? Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht. Hast du starke Schmerzen gehabt? Ja, während des Eingriffs. Und danach? Ja, hinterher, als ich das Kind dann verloren habe, da hatte ich auch so wehenähnliche Schmerzen gehabt. Ich habe das ja alles damals nicht so richtig verstanden. Die Erinnerungen kommen ja erst viel später. Ne? Konntest du denn später nochmal schwanger werden? Ja. Das schon. Mhm. Und dieser Mann, dieser Vater von diesem Embryo, hast du später mit dem nochmal Kontakt gehabt? Ja, klar. Ich habe doch vor 20 Jahren angerufen zu ihm und wollte ihn zur Rede stellen. Mhm. Hat natürlich nichts gesagt, hat alles abgestritten. Mhm. Aber ich meine, am Telefon sagt man ja auch nicht so einfach was. Und naja, ich habe mit mehreren Leuten versucht, darüber zu reden. Keiner will was sagen. Ah, also er hat es abgestritten und das war dann. Dann gab es keinen weiteren Kontakt zwischen euch. Ich habe tausende von E-Mails geschrieben. Mhm.
hin und her, also keine Antwort. Wie brutal, wie furchtbar. Das ist unglaublich, sich das vorzustellen. Ist das dann nie in dem Heim bis zur Heimleitung durchgesickert? Also ich muss ganz ehrlich offen sagen, alle Mitarbeiter stecken, hatten also ein bisschen Dreck am Stecken gehabt. Ne? Mhm. Klar, wenn da viele drumherum standen, wie du gerade gesagt hast, dann muss das doch da bekannt gewesen sein irgendwie. Ja, die wollten sich da austoben, ne? Wollten mit den Mädchen flirten und die Heimleitung hatte auch da so ein bisschen was mit zu tun, aber von der Abtreibung wusste sie nichts. Wie öffentlich hast du das gemacht? Du hast ja auch gerade den Namen dieser Institution da schon genannt. Mhm. Weiß man das? Gibt es das immer noch, die Einrichtung? Nein, da ist jetzt, das ist Kaiserswerther-Diakonie, Alte Landstraße 179E ist das. Da ist, glaube ich, jetzt, so viel ich weiß, eine Erzieherschule drin. Ach so, das heißt, das gibt es alles gar nicht mehr. Und die damals da waren, sind entweder tot oder in alle Winde verstreut. Mhm. Also derjenige, mit dem ich da zusammen war, hat es an den Nordsee verschlagen und die anderen, die sind doch alle hier im Düsseldorfer Raum. Jetzt bist du, wie gesagt, heute 55 Jahre alt. Jetzt, wenn du so dein Leben Revue passieren lässt, die letzten Jahrzehnte, wie oft hast du an diesen Vorgang gedacht? Jeden Tag. Jeden Tag? Ja, jeden Tag an diese Beziehung zu diesen Leuten und wie ich mit der Sache ins Reine komme und so weiter. Du denkst auch an dieses Kind, ne? Ja. Wahrscheinlich denkt man auch so, jetzt wäre das Kind so und so alt, wer weiß, was es gemacht hätte, was wäre aus ihm geworden. Mhm. Solche Gedanken kommen dann ja immer. Ja. Da hat man aber mit Astrid etwas sehr Schlimmes mit dir gemacht. Etwas ganz Schlimmes und Furchtbares und Brutales auch. Mhm. Das tut mir sehr leid. Ja, danke, aber ist mal leider geschehen. Nur ist es geschehen. Ich biete dir jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Vielleicht kann sie dir doch noch den einen oder anderen Rat geben, wie du das auch noch besser verarbeiten kannst. Ja, danke schön. Sehr gerne, Astrid. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Danke, okay. Tschüss, ciao. Danke, tschüss. Ihr Lieben, heute bekamen wir ein Päckchen. Und das haben wir dann aufgemacht. Da war der bekannte Name mit AM vorne, Versandhandel. Und in dem Päckchen, ich hole das mal hier hoch, war eine Sprühflasche. Und ist das ein ganz berühmtes Kriechöl oder auch immer, also das ist ein ganz bekannter Name. Und da haben wir überlegt, was ist denn das? Wieso schickt uns denn jemand Kriechöl? Ein Frank hat das getan. Und dann haben wir eine Erleuchtung bekommen. Der Frank ist ein ganz aufmerksamer Zuschauer oder Zuhörer, denn letzte Woche quietschte mein Rollstuhl hier, auf dem ich hier sitze, denn mit dem kann man so ein bisschen wippen. Und jedes Mal, wenn ich im Eifer des Gefechtes ein bisschen gewippt habe, dann quietschte der. Und der Frank hat gedacht, da schickt mir dem Domian gleich mal ein bisschen Kriechöl. Und dann, wenn der WDR das schon nicht schafft, dann hat der Domian mindestens sein Öl und kann immer nachölen. Das werde ich auch tun. Die wird jetzt hier irgendwo versteckt und wenn das Ding hier quietscht, dann sprühe ich das ein. Sehr, sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank, Frank. Das war doch eine schöne Überraschung heute zu Wochenbeginn. So, hier ist Freddy. Freddy ist 51. Guten Morgen. Freddy. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Freddy. Ja, hallo. Um was geht's? Ja, ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin Schwabe, sorry. Wieso sorry? Ja, versteht nicht jeder. Ja, nee, aber nee, ich verstehe dich gut. Sagen wir mal so, also ich bin wirklich jetzt gerade irgendwo in einer Krise drinne. Wie soll ich sagen, ja. Was für eine Krise ist das? Eigentlich würde ich aus meinem Leben gerne ausscheiden. Mhm. Warum? Du bist erst 51. Ja. Ja, und ich bin auch noch fit. Ich bin auch noch, ja. Also körperlich bist du gesund? Und, ja. Aber du bist alles, unglücklich. Alles, auch, ja. Du bist traurig. Ja. Ja. Warum bist du so traurig? Aber einfach nur deswegen, wie soll ich sagen, ich hatte am 26. Juli letzten Jahres einen schweren Unfall mit dem LKW. Mhm. Ja.
habe mich, bin durch die Mittelleitplanke durchgefahren und hast du nicht gesehen, es war ein epileptischer Anfall. Mhm. Sind Menschen zu und Schaden jetzt macht gekommen? Mir halt, bitte? Sind Menschen zu Schaden gekommen? Nein, also nur leicht verletzt, also wirklich nur mit Schleudertrauma und hast du, also wirklich nicht schwer verletzt. Wirklich nicht. Das Einzige, wo ich war schwer verletzt, ja. Was hattest du für Verletzungen? Lungenquetschung. Also es war rundherum eigentlich, kann man sagen. Ja. Der Körper war so ein bisschen demoliert, muss ich sagen. Aber davon hast du dich jetzt körperlich wieder erholt? Ja. Kannst du wieder in deinem Beruf arbeiten? Eben das ist das, was Deutschland nicht zulässt. Ja. Wie meinst du das? Ich könnte jetzt zum Beispiel, ich habe mich bei meinem Anwalt erkundigt, in Österreich könnte ich arbeiten. Kein Thema, als Berufskraftfahrer. Ja. Weiter. In Deutschland nicht? In Deutschland nicht. Weil, warum? Ja, weil die halt so, die haben das Gesetz, also ich müsste jetzt 2 Jahre anfallsfrei bleiben. Achso, es geht ohne um den, Medikamente. Ich verstehe, es geht um den epileptischen Anfall. Das ist die Begründung. Ja, richtig. Und die sagen, wenn sie 2 Jahre frei... Die nehmen mir mein Brot. Das ist das. Ja. Mhm. Das ist das. Die nehmen mir wirklich mein Brot. Ja. Ich bin seit 25 Jahren Berufskraftfahrer. Mhm. Ja. Hattest du früher mit Epilepsie auch zu tun? Nein, nie. Das war der erste Anfall. Mhm. Der erste Anfall. Bist du verheiratet? Ja. Ja. Kinder? Ja, 2. Ja. Wie alt sind die? Die eine ist 27 und die andere 32. Ah ja. Ich habe sehr früh angefangen, muss ich so sagen. Ja. Jetzt hast du am Anfang unseres Gesprächs ja etwas sehr Gravierendes gesagt. Du hast gesagt, ich will eigentlich nicht mehr leben. Ja. Das sind ja... Und 4 Enkel habe ich auch noch. Und 4 Enkel hast du. Das sind ja schwerwiegende Worte. Ja. Freddy, jetzt will ich dir mal... Ich will dir meine, mal ich, meine Frau und ich leben im Moment getrennt. Ist so. Ja. Hat das damit was zu tun? Nein. Das war vorher schon. Aber das belastet dich ja wahrscheinlich auch, die Trennung von der Frau. Ja. Verstehe. Ja, schon auch. Hast du einen Kreis, einen Freundeskreis? Bist du eingebunden? Ja. Na? Also ich habe einen sehr guten Freund. Und deswegen bin ich auch wieder zurückgezogen nach Donaueschingen. Also da wohne ich jetzt. Mhm. Ja. Was machst du den ganzen Tag? Im Moment muss ich sagen, ich jag mich selber irgendwo. Was machst du? Ich jage mich selber. Du jagst mich selbst. Was heißt das, du jagst dich selbst? Ja. Ja, ich muss, ja, das ist so, krieg den Arsch wieder auf den Boden, du bist ein Kerl und hin und her und hast so nicht gesehen. Wo meinst du? Frey, lass mich mal einfach ein paar spontane Sachen sagen, die mir jetzt eingefallen sind, während du gesprochen hast. Zuerst ist mir eingefallen, dass ich dachte, Gott sei Dank, es ist nichts Schlimmeres bei diesem Unfall passiert. Es sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Ja, das war für mich auch sehr, sehr wichtig. Genau. Und du, lass mich noch eben fertig sagen. Und was mir auch durch den Kopf gegangen ist, Gott sei Dank, der Freddy, ist gesundheitlich auch ziemlich gut wiederhergestellt, körperlich. Ja. Und er ist eigentlich körperlich auch gesund. Gut, mit der Epilepsie, das hängt jetzt über dir, aber eigentlich, du bist kein schwerkranker Mann, du hast keine Krebserkrankung, keine Herzerkrankung. Dir geht es eigentlich körperlich ganz gut. So, jetzt ist dieses komische Gesetz in Deutschland, oder auch nicht komisch, ich kann es nicht beurteilen, dass du im Moment nicht arbeiten kannst. Das würde mich auch ärgern, wenn ich arbeiten würde wollen.
Ich möchte gerne. Jetzt pass, und kann nicht. Ich verstehe. Ja. Jetzt pass auf. Ich weiß eins hundertprozentig, wenn ich habe 10 Firmen, 10 Stück, ja, die mich als LKW-Fahrer sofort mit Handkuss nehmen würden. Freddy, glaube ich dir. Müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Ich wollte eigentlich was ganz anderes jetzt sagen. Nämlich, okay. die Gesetzessituation ist nun mal so, wie sie ist im Moment in Deutschland. Das können wir doof finden, da kann man sich schwarz ärgern, das bringt sowieso gar nichts. Das heißt, warum sagt mir mein Anwalt in Österreich oder in der Schweiz oder sonst irgendwo, könnte ich abwenden? Ja, weil da warum andere, sagt er mir das? Ja, weil offensichtlich da andere Gesetze sind, aber du willst ja nicht dort arbeiten. Ich hätte da kein Problem damit. Ich bin komplett durch ganz Europa durchgefahren. Warum gehst du dann nicht in die Schweiz oder Österreich? Warum gehst du dann nicht in die Schweiz oder Österreich? Ja, weil die jetzt das Ding, ja, ich meine, die erkundigen sich ja auch. Ja. Mhm. Ja gut, aber ich meine, selbst wenn das bekannt ist doch, dass man diese Erkrankung mal hatte, darf man fahren. So habe ich das jetzt verstanden. Ja. Ja, genau. Also können die sich doch auch erkundigen. Du kannst doch mit offenen Karten spielen. Ja, mache ich ja. Tue ich. Ich habe mein ganzes Leben mit offenen Karten gespielt. Nee, ich meine, bewirbst du dich denn jetzt in Österreich zum Beispiel? Im Moment nicht, nein. Freddy. Ich habe im Moment wirklich einen Hänger. Wirklich einen Hänger. Mhm. Wirklich. Deswegen, ich wollte gerade zu dir sagen, missverstehe das bitte nicht. Ich finde, du darfst so einen Satz nicht sagen, ich will nicht mehr leben. Ich respektiere deine Gefühle und weiß auch, ich will das gar nicht kleinreden, missverstehe mich nicht. Aber dafür, deswegen das Leben wegzuwerfen, das darf man nicht wollen. Da muss man gegen angehen. Wenn man dagegen angeht, indem man entweder sagt, ich akzeptiere die Situation, wie sie in Deutschland ist, auch wenn sie mir nicht gefällt, ich halte 2 Jahre durch und dann arbeite ich wieder. Oder man geht dagegen an, indem man sagt, okay, dann gehe ich halt nach Österreich und versuche da einen Job zu finden. Aber unternimm irgendetwas. Ja. Und wenn du in Deutschland jetzt im Moment deine Zeit irgendwie anders füllen möchtest, dann tu das. Aber einen Todeswunsch darfst du deshalb nicht äußern. Das ist nicht gut. Du hast Kinder, du hast Enkelkinder, hast du mir gerade gesagt. Ja, das ist doch alles ein großes Geschenk vom Leben. Da kannst du ja nicht sagen, ich will sterben, nur weil du im Moment nicht LKW fahren darfst. Verstehe mich nicht falsch, ich spiele das nicht runter. Nicht, weil ich nicht mehr LKW fahren darf, weil ich kann meine Familie nicht mehr ernähren. Hallo, ich bin immer für meine Familie da, immer. Mhm. Die Familie besteht ja jetzt auch nur noch aus der Frau und dir und ihr seid getrennt. Nein. Wir haben uns im Guten getrennt, so muss ich das sagen. Ja gut, aber du hast keine Kinder mehr, die du ernähren musst. Ich meine, wir kennen auch unsere Kinder, also Papeli, kennst du mal das? Papeli und hin und her. Ja. Klar. Und ich bin halt da. Ich bin da. Mhm. Ja. Aber da müssen die Kinder mal im Moment akzeptieren, dass der Papa nicht so viel Kohle hat, um da was locker zu machen. Ich habe auch so ein bisschen Eindruck. Und das tut mir aber weh. Sowas tut mir weh. Das glaube ich. Wirklich. Du hast auch gerade einen richtigen Satz gehört. Ich habe so einen Durchhänger im Moment. Und dann kommt man auch schon mal auf so finstere Gedanken. Ja? Deswegen finde ich, du brauchst für vor dem Zug sitzen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Deswegen finde ich, dass du jetzt, wo du den Durchhänger hast, brauchst du hast ja hier schon mal angerufen, du brauchst jetzt kontinuierliche Hilfe. Du brauchst jemanden, der dir einfach ein bisschen zur Seite steht, psychologisch dich auch betreut. Mit dem du jede Woche mal 1 oder 2 Stunden reden kannst, wo ihr Pläne machen könnt, wie weiter jetzt vorzugehen ist. Ich glaube, mir würde eine halbe Stunde reichen, ja, genau. Wenn mir jemand zuhört. So. Glaube ich. So, und das müssen wir angehen. Das müssen wir als nächstes angehen, Freddy. Da werden wir dir jetzt bei helfen, wie wir das in deiner Heimat, wer da Ansprechpartner für dich wäre.
Wir sind hier ausgerüstet mit allen möglichen Informationen und Anlaufstellen. Ich habe hier eine Psychologin, die heißt Christina, die wird dich gleich anrufen. Und dann wird sie dich beraten, was du tun sollst. Und ich bin sicher, dass du dann einen Weg rausfinden wirst aus dieser finsteren Zeit im Moment. Und dann sind auch die Gedanken an den... Ja, da möchte ich schon gern raus. Wirklich, ja, Domian. Ja, ich glaub's dir. Ich glaub's dir. Und das ist schon eine gute Grundlage, wenn du wirklich sagst, ich will da raus. Es gibt ja auch Menschen, die so in der Düsternis sitzen und eigentlich gar nicht mehr da raus wollen. Aber du willst. Ja, möchte ich gerne. So, Freddy, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Christina ruft dich an. Alles klar. Und dann wünsche ich dir... Danke dir, Domian. Sehr gerne. Ich hoffe, dass wir dir gleich wirklich handfest ein bisschen helfen können. Und ich hoffe so sehr, dass du bald wieder richtig im Sattel sitzt. Alles Gute von Herzen. Ich brauche da nicht viel dazu, glaubst du mir? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Da hilft manchmal wenig, das stimmt. Aber so einen kleinen Schucker brauche ich, glaube ich. Ich drücke dir die Daumen. Du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, vielen Dank. Gerne, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1:48 schon. Da muss ich jetzt aber mich sputen und euch mal sagen, was wir für ein Thema am Mittwoch haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema unbändige Lust. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die eine übergroße Lust haben auf extremen Sex. Ich will ja kein Blümchengedöns hören von euch. Ich will knallharte Geschichten hören. Extremer Sex. Dass uns die Ohren schlackern. Und vielleicht auch die Lust haben auf andere ausschweifende, sinnliche Gelüste. Essen ist zum Beispiel sowas. Oder vielleicht habt ihr auch ganz geheime Gelüste, von denen man gar nicht so weiß. Und die sind unbändig. Also unbändige Lust, extreme Lust. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Bitte meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft, ihr könnt natürlich auch gerne vor der Sendung am Mittwoch anrufen, ab 0 Uhr wie immer, oder während der Sendung. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, unbändige Lust. Freitemennacht, jetzt weiter mit der Marga. Marga ist 70. Guten Morgen, Marga. Guten Morgen, Domian. Ich höre dich jede Nacht. Das freut mich, Marga. Schön, dass du da bist. Ja. Leider habe ich meine beste Freundin gestern Morgen ist in meinen Armen gestorben. Oh, und ich komme da noch gar nicht so ganz gut mit zurecht. Das tut mir sehr leid. Das ist deine beste Freundin. Ja. Wie lange wart ihr befreundet? Von der Schulzeit. Ach, über so 60 Jahre. Sie war 69. Ist sie plötzlich verstorben? Sie hat Asthma gehabt und das ist auf COPD umgeschlagen. Schwere Lungenerkrankung. Ja. Aber es ging immer noch, wir sind auch einkaufen gewesen und ich habe sie immer geholt und die in der letzten Zeit hat sie immer sehr schwer Luft gekriegt, habe ich eingekauft, wie es nur ging. Ich habe immer geholfen, war immer für sie da. Und vorgestern Abend habe ich noch den Notarzt gehabt und hat noch die Lunge ab. Ja, sagt, da ist keine Lungenentzündung, ist alles frei. Und ich wollte sie so gerne ins Krankenhaus, dass sie Erleichterung kriegt. Aber er sagt, na, die machen auch nicht mehr als was er kann oder so. Na, ich habe noch Medikamente geholt. Gestern Morgen rief sie mich an, mir geht das so schlecht. Ich sage, ich komme gleich. Ja, sagt sie, meine Kinder Dirk und Wiebke sind auch auf dem Weg. Die wohnen in Richtung Flensburg. Und ich dann ja hin, war im Badezimmer, saß auf Toilette und sie kriegte keine Luft. Und ich habe Notarzt angerufen. Und dann habe ich sie in den Arm genommen. Sie wurde immer kleiner und immer weiter nach vorne. Ja. Und ich konnte sie einfach nicht mehr halten. Und rutschte sie mir aus den Armen auf den Boden. Ja. Das war in ihrer Wohnung, ne? In ihrer Wohnung. Mhm. Ja, sie kam gar nicht mehr raus. Mhm. Ich habe jeden Tag alles eingekauft und gemacht. Dann ist sie aus deinen Armen rausgerutscht, ja, auf den Boden. Ja, ich konnte sie nicht mehr halten. Mhm. Und dann ist sie auf dem Boden. Und dann ist sie noch ein paar Mal geatmet und ich habe noch Puls gefühlt. Aber das irgendwie wieder, dann kamen die Kinder, da war sie schon verstorben. Das heißt, du warst dann zunächst alleine mit deiner verstorbenen Freundin in der Wohnung? Ja. Ich habe letzte Nacht schon nicht, das,
geht einem immer in den Kopf, man hat Kopfkino. Mhm, natürlich, natürlich. Und sie war 69. Hast du das denn überhaupt dann sofort verstanden, dass sie tot ist? Oder? Also im Moment gar nicht. Im Moment, ich dachte, na, will sich hinlegen und dass sie besser Luft kriegt. Und das nimmt man gar nicht wahr. Mhm. Ich habe sie dann noch gestreichelt. Und wie lange warst du denn dann alleine, bis jemand kam? Ja, die Kinder kamen vielleicht so 10 Minuten. Kam da, war so. Mutter ja schon. Doch schon. Ja, und die Tochter ist gar nicht mehr rein. Sie hat ihre Mama gar nicht mehr gesehen. Sie konnte das nicht. Die traute sich oder wollte das nicht. Nee, und dann kam noch Notarzt und haben noch EKG gemacht. Aber Pupillen waren schon groß und da war nichts mehr zu machen. Erzähl mir mal, was über diese Freundschaft, Marga, die du mit dieser Frau hattest, so viele Jahre? Von der Schulzeit. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. War das deine allerbeste Freundin? Meine allerbeste Freundin, ja. Wir haben alles zusammen gemacht. Ich habe sie geholt, ich habe sie überall hingebracht. Ich war Tag und Nacht, wenn sie wollte, für sie da. Ich habe meinen Mann vor 5 Jahren verloren. Also ihr habt eure ganzen Leben miteinander verbracht? Ja, so ziemlich. Und die Familien waren auch bekannt miteinander? Nein, also sie hat nur eine Tochter. Und ihr Mann ist schon länger verstorben. Aber wir haben eben immer zusammengehalten und wir haben uns immer mittwochs getroffen, von der Klasse, alle, die hier bei uns noch so wohnen, zum Kaffee. Und die letzten Wochen konnte sie nicht mal mehr raus, das schaffte sie einfach nicht mehr. Ne? Ich habe für sie eingeholt und als gekocht hat sie noch was für sich selbst. Nun spricht man unter besten Freunden oder besten Freundinnen spricht man ja eigentlich so über alles. Deine Freundin war ja jetzt sehr schwer krank. Ja. Habt ihr über... wir haben darüber gesprochen. Sie wusste auch, dass sie an dieser Krankheit mal sterben wird. Und mein Sohn hat mich auch drauf aufgeklärt. Er ist Rettungsassistent hier bei uns. Und er hat gesagt, Mama, du musst damit rechnen. Das wird nie mehr besser. Aber das will man ja gar nicht wahrhaben. Nee, und wenn es dann passiert, dann ist es doch was ganz Erschütterndes, ja. Und vor allen Dingen, die haben sie nicht hoch, sie war auf dem Fußboden. Und dann haben sie sie nur ins Nebenzimmer auf dem Fußboden gelegt. Und das fand ich so furchtbar, dass sie ins Bett zu legen oder so. Ja. Aber weißt du, Marga, ich habe gerade so was Tröstliches gedacht, als du mir das erzählt hast, in all der Traurigkeit und Trauer. Ihr beiden habt euer ganzes Leben miteinander verbracht. Ihr habt ganz viele Sachen erlebt. Die Kinder und die Ehen und tausend Höhen und Tiefen des Lebens. Sie hat auch immer mit mir denn gelebt. Ich habe 6 Kinder. Und wenn da was war, wir haben uns immer ausgetauscht. So. Sie wusste, was bei mir los war. Weißt du, was ich jetzt in dieser Traurigkeit sehr schön finde? Dass sie bei dir gestorben ist. Das heißt, du warst bei ihr und sie war bei dir. Das war eine größere Krönung der Freundschaft, kann man ja eigentlich gar nicht erwarten. Ja, aber wäre ich 10 Minuten später gekommen, dann hätte keiner bei ihr gewesen. Genau. Das ist furchtbar gewesen. Genau, und so warst du da und du warst das ganze Leben da. Nun warst du auch in der schwersten Minute, die sie hatte in ihrem Leben, warst du auch da. Ja, die Kinder und auch die Geschwister von ihr, die im Süden wohnen, die haben alle und sind so dankbar, dass sie nicht alleine verstorben ist. Das finde ich auch sehr, sehr schön und sehr gut so. Jetzt kommen natürlich schlimme oder schwierige Zeiten auf dich zu. Gerade die nächsten Monate und Wochen werden schwierig sein. Das ist auch immer die Erinnerung, dass mein Mann verstorben ist, alles so ähnlich und es kommt dann alles so wieder. Ne? Genau. Aber du hast das Beste getan, was man tun konnte. Und das ist das Allerwichtigste, was man so am Ende eines Lebens sagen kann. Ja. Du brauchst dir keine Vorwürfe machen. Nee. Und ich habe gedacht, heute Abend, ich denke, egal, du guckst jeden Abend Domian und versuchst auch mal mit zu sprechen. Also, vielleicht tut mir das gut. Ja, also ich sage dir nochmal mein tiefes Mitgefühl. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber so wie es jetzt war, war es, wenn sie schon sterben musste, war es gut, dass es so verlaufen ist. Für sie hat nicht lange gelitten. Genau. Ne? So, Marga, jetzt werden wir dich nochmal anrufen, damit wir dich nicht ganz alleine lassen. Dafür bitte ich dich aufzulegen, dann melden wir uns nochmal. Ja. Und ich wünsche viel Kraft und Zuversicht für die nächste Zeit. Dankeschön und vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte. Sehr, sehr gerne, Marga. Alles Gute wünsche ich. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüssi.
Und hier ist der Andreas. Andreas ist 27. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andreas. Über was reden wir? Also, du, vorhin war jemand drin, der gesagt hat, dass man Kinderschändern und Vorbestraften keine Chance mehr geben soll. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin selber vorbestraft. Ich saß selber 1,5 Jahre im Gefängnis. Mhm. Und ich finde, dass man, dass jeder eine Chance verdient. Und ich habe auch im Gefängnis Leute kennengelernt, die wegen so einem Verbrechen sitzen. Ich glaube, er hat sich, glaube ich, gerade ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ich glaube nicht, dass er grundsätzlich sagte, dass alle Vorbestraften keine Chance mehr bekommen sollten. So hat er es nicht gemeint. Weswegen warst du eigentlich im Knast? Ich saß wegen Körperverletzung. Ich habe einen guten Freund von mir im Sofa, habe ich ihm mit einer Dachlatte leider einen verpasst. Mhm. Und ich habe im Gefängnis einiges gelernt. Und ich habe auch Leute kennengelernt, die wegen so einem Verbrechen sitzen. Und ich muss sagen, viele von denen verdienen echt keine Chance. Aber einige von denen arbeiten wirklich an sich. Ja, und, da hast du recht. Das tun stimmt. Wirklich ja, alles. Ja. Machen wirklich alles, was sie können. Genau. Und diese Leute verdienen dann natürlich auch eine Chance ja, draußen. Und wenn ich sehe, wie schwer es mir schon ist, als Vorbestrafter einen Job zu finden, ja, ich bin jetzt seit ein paar Monaten draußen und wie schwer es mir fällt, einen Job zu finden, Domian, weil ich vorbestraft bin. Ich weiß. Ist mir völlig klar. Ich glaube, der Anrufer vorhin meinte aber auch wirklich nur im Prinzip dasselbe, wie du gesagt hast, dass es ganz wenige gibt, die unbelehrbar sind. Ja, das sage ich ja. Es gibt viele, die sind wirklich unbelehrbar, die lassen sich nicht helfen. Mhm. Und da finde ich auch, die sollen weg für immer. Aber ich habe auch viele Leute kennengelernt, die haben wirklich vieles getan oder die tun vieles, um wieder nach draußen zu kommen und wirklich noch eine Chance zu bekommen. Ja. Aber die Gesellschaft gibt diesen Leuten einfach keine Chance. Ja. Wenn die draußen sind und die wohnen irgendwo oder die versuchen, irgendwo einen Fuß auf die Beine zu kriegen, dann demonstriert man wieder, dann beschwert man sich wieder, dann feindet man sie wieder an, obwohl sie wirklich alles versuchen, um draußen wieder einen Fuß auf die Straße zu bekommen. Und das ist leider traurig. Natürlich gibt es auch viele, die sich nicht helfen lassen wollen, Domian, und die finde ich auch. Die sollen nicht mehr rauskommen, die sollen weg. Ja, Andreas, ich bin absolut deiner Meinung. Ich habe dem gar nichts hinzuzufügen, was du gerade gesagt hast. Das finde ich völlig in Ordnung. Jetzt müssen wir Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Aber schön, dass du deine Meinung noch hast sagen können. Alles Gute und Liebe, Andreas. Und viel Glück. Ja, und ich bin auch froh, dass ich mit dir gesprochen habe, Domian. Weil Dankeschön. Das ist auch mal wichtig, weil Andreas, davon. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht, Andreas Fulford. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Gute Nacht, bis dahin, ciao.